Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Star Trek Voyager Elite Force. Ja, wir sind jetzt ganz alleine. Monroe meint, wir müssen jetzt hier alleine weitergehen, weil wir hier die Saat nicht passieren, geschehen und so weiter lassen dürfen. Ich hoffe mal. Danke. Danke. Wahrscheinlich ist es hier eigentlich schon langsam der Endkampf, oder? Also möglich ist es. Psch. Also hier ist ein Fahrstuhl. Was passiert hier bei dem Fahrstuhl? So, wieder einer von meinen 1000 Speicheraktionen. Ah, okay. Wir können gar nicht komplett nach oben, sehe ich gerade. Also vielleicht nur so, weiß nicht, 80 Grad. Irgendwie so in dem Dreh. Hallo! Mann, die können einen aber auch erschrecken. Na? So ist fein. Ich dachte, da kommt was von hinten lang gelaufen. Aua! So, die sind noch nicht ausgewachsen genug, sehe ich das gerade hier. Waffenenergie-Terminal, und zwar ein großes. Oh, was passiert denn da unten rechts? Wow, ich glaube, wir haben vielleicht ein riesengroßes Problem. Das ist nicht gut. Also wenn sowas hier passiert, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Ich ahne Schlimmes. Oh, wir waren hier schon mal in dem Raum. Da sind wir, glaube ich, das erste Mal zusammengebrochen irgendwie, ne? Oder? Hier oben irgendwo. Oh, oh. Das Duell. Das Duell. Das Duell. Das Duell. Psch. Wir antworten nicht. Fähnrich Monroe, melden Sie sich. Oh oh. Miss Monroe, Sie missachten Ihre direkten Befehle. Genau, Insubordination nennt man sowas. Oh oh. Ich ahne, es wird sehr schwer werden. So, ich mach das ja mal wegen dem Hard. Ja, ne? Forge Boss, habt das gesehen? Ich ahne Schlimmes. Okay, jetzt nochmal Lebensenergie. So, ich mach's nochmal. Ich weiß, ich hab's gerade eben, aber wir sind gerade voll aufgeladen. Und da sind wir. Oh, jetzt bin ich gespannt. Okay. Ich glaube, das ist eindeutig. Wababababa.
Eine Welle nach der anderen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Noch eine Welle. So. Irgendwie geht mein Dauerfeuer nicht mehr. Ah, nochmal. Was, wird es jetzt eine Welle nach der anderen, oder was? Es scheint so. Oh. Klappe zu. Ach so. Die sind ja auf unserer Seite. Ich wollte sie gerade abschießen. Ja, ich halte alle auf. Für euch. Okay, damit müsste das Kraft... Jawohl. Okay, zeig. Oh Gott. Oh oh, wir werden sterben. Da unten ist die Schwachstelle. Ich habe die Schwachstelle gesehen. Aua. Irgendwie. Uiuiui. Oh. Passiert irgendwas hier, wenn ich drauf schieße? Oh. Welcher Stand wird geladen? Bitte, welcher Stand wird geladen? Nicht der erste, oder? Bitte. Oh Gott. Kleinen Moment. Also das geht ja gar nicht, ne? Ich hätte mal nochmal speichern sollen zwischendurch. Okay. Das heißt, wir müssen das ganze Spielchen nochmal machen. Okay. So, ich drücke mal jetzt Enter, damit die... So. Das dürfen wir jetzt einmal abspeichern, sonst machen wir das ganze Spielchen nochmal. Uiuiuiui. So. Aua. Wie kann ich... Wie, ja, süßen Nektar. Ist alles klar. Komm.
Oh. Mist. Also wir dürfen echt nicht einmal getroffen werden hier. Also zweimal. Einmal geht noch gerade so, aber ein zweites Mal ist vorbei. Okay, das sind wieder die ganz Dollen, die wehtun. Aua. Der kommt doch vorwärts gelaufen, oder? Au! Au! Ui! Ich weiß nicht, ob ich den befeuern kann, was ich hier mache oder nicht. Okay, weiter. Bewegen. Und stöhnen dabei. Nein. Wow. Nein, oh Mist. Voll getroffen. Uiuiuiui. Ich muss kurz speichern. Ui. Mit seinen eigenen Waffen schlagen, das wär's. Komm! Wow. Ich weiß nicht, was ich tun soll mit dem Ding. Aua! Okay, das war's nicht. Jetzt mal im Ernst, was soll ich tun? Soll ich eine andere Waffe nehmen oder so? Verhindern Sie die Verbreitung. Super. Aber. Immer in Bewegung bleiben, niemals stehen bleiben. Au, und nicht in die Ziele rennen. Wow. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aua. Ich glaube, wir haben keinen Effekt. Warte mal. Wir haben echt keinen Effekt. Au. Oh! Er ist tot. Oh! Glück gehabt, gerade so rausgebieten worden.
Yes! Der Todesstern ist kaputt. Impulsantrieb hat volle Energie, Captain. Bleiben Sie dran, Mr. Paris. Die Forge wurde zerstört. Wir haben es geschafft. Was ist mit den anderen Schiffen? Einige haben es herausgeschafft. Captain, ich empfange eine Nachricht von den Ätherianern. Sie danken uns für unsere Hilfe und setzen nun Kurs auf ihre neue Heimat. Captain, ich habe neue Angaben über unsere Position. Wir sind immer noch im Delta-Quadranten, aber wir sind über 200 Lichtjahre näher am Alpha-Quadranten. Na siehste. Also haben wir ein paar Monate eingespart. Nicht schlecht. Bringen Sie uns wieder auf Kurs nach Hause, Mr. Paris. Offenbar hat Ihr Plan funktioniert, Fenrich. Ja, ich gratuliere, Monroe. Das war gute Arbeit. Tja, in Subordination. Ihre Leistung war recht zufriedenstellend. Sie scheinen verletzt zu sein. Sie sollten sich auf der Krankenstation melden. In Subordination. Also gleich den Titel, den Rang entheben hier. Epilog. Alex? Telsia, hi. Ein Penny für Ihre Gedanken. Ne. Was ist ein Penny? Ich weiß nicht. Es ist nur eine alte Redensart, die ich einmal von Paris gehört habe. Das war eine schöne Andacht. The Beastmen und die anderen. Ja, für eine Beerdigung. Sie konnten ihnen nicht helfen, das wissen Sie doch. Sie haben ihr Bestes gegeben. Die anderen kannten das Risiko, es waren Profis. Ich weiß, aber als Sie auf dem ätherianischen Schiff verschwanden, habe ich mir dasselbe gesagt. Dadurch habe ich mich jedoch auch nicht besser gefühlt. Sie können sie nicht wieder lebendig machen. Sie dürfen nicht in der Vergangenheit leben. Na. Sehen Sie in die Zukunft. Ihre Zukunft wird strahlen. So? Wirklich? Aber sicher, vertrauen Sie mir. Ist das hier eine Privatfeier oder können wir mit... Doch, Orgie, Orgie. So gut wie zu erwarten, nehme ich an. Oh oh, oh oh, jetzt werden wir degradiert. Wie Lieutenant. Für Insubordination. Miss Monroe hat ihre Befehle missachtet und das Fluchtshuttle nicht bestiegen. Richtig. Tut mir leid, Sir. Ich hatte noch etwas zu erledigen. Das wissen wir, Lieutenant. Wir alle haben die fremdartigen Visionen gesehen. Sie haben getan, was sie tun mussten. Insubordination. Sie waren bereit, sich für das Ganze zu opfern. Sie und Ihr Team haben wirklich gute Arbeit geleistet. Unser Team hat sich als wertvoller erwiesen, als wir erwartet hatten. Die Sternflotte könnte Ihre Idee vielleicht aufgreifen, wenn wir wieder daheim sind, Tuvok. Ich danke Ihnen, Captain. Doch ich denke, der Erfolg des Teams ist eher Miss Monroe zuzuschreiben. Es hat einige Zeit gekostet und ein beachtliches Maß an Anstrengung. Aber Sie haben sich als der herausragende Offizier und geborene Anführer erwiesen, für den Sie schon immer gehalten haben. Danke, Sir. Ich dachte, Sie würden meine Entscheidung für zu... Hat er auch. Manchmal, Lieutenant, ist Instinkt besser als das, was Logik und die allgemeine Verfahrensweise... Will drumballern, okay. Um ein guter Anführer zu sein, muss man beides besitzen. Deshalb habe ich Sie damals gewählt. Ach so. Ja, ich verstehe. Nein, Tuvok, höre ich da einen gewissen Stolz? Aber Captain, es gibt doch sicher keinen Anlass, mich zu beleidigen. Okay. Ist das laut? Tja. Das war Star Trek Voyager Elite Force. Auch wenn das jetzt so klang, ich finde das Spiel genial. Also nur, es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach nur so überspitzt. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war, also dass das ernsthaft gewollt ist oder so ein kleiner Wortwitz oder Karlauer, aber das ist so überspitzt. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Also, ist ja auch egal. Ja, das war Star Trek Voyager Elite Force und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Der größte Kritikpunkt überhaupt in diesem Spiel für mich war die fehlende Schnellspeicherfunktion. Ich bin ein Fan von der F5-Taste. Und, aber ich denke mal, wir haben es gut hingekriegt. Ansonsten. Man darf nicht vergessen, oh Gott, wann war das? 99, 2000 war das Spiel, ne? Ich glaube, ja, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Ich bin ein bisschen noch wuschig. Für damalige Verhältnisse war es wirklich sehr gut umgesetzt.
Ja, polygonarm, aber es war damals halt so. Es hat wirklich eigentlich alles gestimmt. Die Gegnerhorden, das Respawning und allem drum und dran hat natürlich in dem Star Trek-Universum sehr gut gepasst. Durch das Beamen, das Transportieren, hast du nicht gesehen, ist das natürlich wirklich absolut passend. Manchmal zu vorhersehbar, also wenn du irgendwo Munition bekommst, vor allem diese 999 Schuss Munition und Energie, die wir erhalten haben, ist es einfach nur so offensichtlich, so richtig offensichtlich, dass das nicht gut gehen kann. Also dass da irgendwas auf uns lauern wird, was uns nach dem Leben trachtet. Ja, storymäßig, ne, es ist eine gute Portion, eine Folge aus einer Staffel von Star Trek Voyager. Also ich denke mal, das kann man so rundherum zusammenfassen, ne? Weil das, was wir so zwischendurch gemacht haben, das wären eigentlich die ganzen oder ein Großteil der Szenen gewesen, die in der Serie gecuttet worden wären. Deswegen kann man, denke ich mal, die, oh, wie viele Folgen haben wir jetzt? Ich weiß es gar nicht. 16, 17, 18 kann man eigentlich dann gut zu eine Stunde Film zusammenschrumpfen lassen. Die Synchronisation fand ich sehr gut, dass es die originalen Sprecher von der Serie ist oder sind, waren, ist. Und das hat zumindest der doch für unsere Verhältnisse befremdlich aussehende polygonarmenden Charaktere, die natürlich versucht wurden, so genau wie möglich nachzubilden, noch so einen kleinen Touch drauf oben gegeben. Guck mal hier, Erich Reuke als Tom Paris, ne? Und Neelix, ach, alle lieben Neelix nicht. Michael Tietz oder Michael Tietz. Michael, ah, siehst du jetzt mal schon, ach, der Doktor. Staudinger. Was haben wir da? Ach, Tuvok. Wer liebt Tuvok nicht? Nicht, ne? Also, Harry Kim. Bei ihm war ich mir niemals sicher, ob man ihn mögen darf oder muss oder was auch immer. Seth of Nine, ja, schöne Frau. Alexander Monroe, ja, haben wir ja nicht gespielt, ne? Also, ich mache mal hier gleich eine Ansage, ob es jetzt sofort tagesaktuell anschließt. Das muss ich sehen, ob ich es schaffe, weil da gibt es noch so zwei, drei Projekte, die gerade schon wieder angelaufen sind oder eben halt heute anlaufen. Also für mich zum Aufnehmen. Ach, Beastman, ach, Lutz schnell. Siehst du, schnell ist er gestorben, der Rick Beastman. Ob es sofort anschließt, weiß ich noch nicht, aber ich habe meine CDs rausgekramt und habe natürlich als kleines Bonbon Star Trek Elite Force 2 dann noch im Gepäck. Mal gucken. Also wie gesagt, kann sein, dass da noch ein, zwei Tage zwischendurch sind. Kann sein, dass es sofort hieran anschließt. Wenn die Folge rauskommt, ist es Samstag. Das heißt, ich müsste gucken, dass ich spätestens Samstag das aufgenommen bekomme. Parallel kommt aber noch die zweite Episode von Life is Strange. Es läuft Elex, es läuft, ach Gott, was war, ah, Sherlock Holmes 2 und das muss ich so mit Folgen voraufnehmen, so langsam wieder in einen Trott bekommen, dass das alles so wunderbar passt, ne? Ja, was gibt's zu sagen? Also, das Spiel ist solide. Um jetzt mal so auf technische Aspekte zu kommen. Grafik, wie gesagt, war zeitgemäß, wenn nicht sogar für damalige Zeit sehr gut. Also, wir haben es aufgepimpt mit dem, oh Gott, Graphic Overhaul Mod, sodass eben halt einige Abstürze, die aber nur aufgrund der neueren Software, also Windows 10 und 64-Bit-Betriebssystem und Grafiker und so weiter, das ihre Ursache haben. Deswegen hat das wunderbar geklappt, dass es da diese Mod gibt, damit man das heutzutage immer noch genießen und spielen kann. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich fummeln müssen in der VM, ob dann die 3D-Funktion wunderbar gewesen wäre, ob das 16 zu 9 da gewesen wäre, was hier doch einen erheblichen Mehrwert gebracht hat, die Lichteffekte und. Lassen wir mal daneben stehen. Ja, optisch wirklich sehr gut umgesetzt, geschichtlich sehr gut umgesetzt. Es gab ein paar kleine Wendungen und Drehungen. Von einigen Sachen hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. So ein bisschen, wie soll ich sagen, ach, Eric Beastman gab es wirklich. Guck mal da oben. Holomatch, Level Design. Da haben sich welche in die Story rein. Also nein. Zis. wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja.
Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt den Faden verloren. Also technisch wirklich gut, es gab bis auf eben halt die technisch bedingten, aufgrund Alter bedingten Sachen gab es keine Freezes oder Abstürze. Safe Game hat soweit geklappt, Gameplay hat geklappt. Ein bisschen schwierig war es, das Anvisieren und das Benutzen von Gegenständen. Vielleicht, weil man heutzutage gewohnt ist, dass man aus 5 Kilometern Entfernung einen Taster drücken kann und so weiter. Achso, die KI war an einigen Stellen ein bisschen buggy, dass sie mal im Lift hängen geblieben sind oder nicht mitgekommen sind. Oder man musste stundenlang warten, bis sie dann da waren, damit man dann mit dem Lift weiterfahren konnte. Aber das sind alles in meinen Augen verschmerzbare Geschichten, weil ich sehe das einfach mit der Zeit. Und für damalige Verhältnisse war das wirklich ein riesengroßer Schritt. Schon allein, dass man ein Team dabei hatte, was einen beim Kampf unterstützt hat. Gab es, glaube ich, schon in anderer Form immer mal. Aber das hat ja alles so wunderbar gepackt, passt. Eine kleine Ungereimtheit war diese U-Mod-Waffe, ja, die war eigentlich ein Prototyp und seltsamerweise hatten alle die Mitglieder später die U-Mod, warum auch immer, ich weiß nicht, ob die zwischenzeitlich repliziert wurde, weiß man alles nicht. Ein bisschen schief ist hier gerade der Abspann. Ne? Ich glaube, das ist gar nicht so vorgesehen. Deswegen ist es ist ja eigentlich für 4:3 gewesen. Und das 16:9, das Breitbild, war eigentlich noch gar nicht vorgesehen. Gab es ja auch gar keine Monitore dafür in der Form. Steve Manning, Aaron King und Kevin Laird. Oder Laird, Indra Ganovan und Sunanda Joshi. Sunanda ist ein schöner Name. Harry Lang. Und Daniel Feltz. Ich glaube, wir sind schon was durch. Guck mal, wir sind nämlich bei Paramount Pictures, Liaisons und Viacom Consumer Products. Andrea Hein, Halton Newton Berman, Rossi Lauritsen und Okuda. Rick Sternbach. Ach ja, musikalisch gab es eigentlich gar nichts zu meckern. Wirklich guter Soundtrack, der eigentlich nicht aufgetragen hat, der das Spielen unterstützt hat an den richtigen Stellen, meines Erachtens auch gute Musik geliefert hat und passende Musik geliefert hat. Ja, Grafik gut, sehr gut. Also man muss es ja immer zeitlich sehen. Sound wirklich sehr gut, Vertonung sehr gut, Gameplay hat gepasst. Eigentlich ein Top-Spiel. Also für dieses Star Trek ist es eines der besseren und besten Spiele und Umsetzungen in diesem Bereich, in diesem Genre. Was? Beim Voyager LKs Menüsystem. Genau. Hier sind die Unterschiede. Ah, okay. Beta, Delta. Da ist die Voyager. 70.000 Lichtjahre. Naja, wir haben ein paar Lichtjahre haben wir geschafft. Borgraum, hydranische, so, ich will mal kurz gucken, virtuelle Voyager, das heißt, man kann, erkunden Sie die Decks, sehen Sie Seven of Nine, nutzen Sie das Astronomielabor, starten Sie einen Shuttle von der Shuttle-Rampe, lesen Sie Computer-Logbücher der Crew, aha, erleben Sie neue Holodeck-Trainingsmission, nee, pass auf, wir gehen mal ins Astronomielabor, oder, wollen wir das mal machen? Weiblich starten. Das gucken wir uns doch schnell mal so an. Als kleiner Absager. Deck U2. Casino. Wollte ich nicht ins Astrolabor? Oh, was ist das jetzt? Porträt mit Worf. Mhm. Guck mal, das ist zum Beispiel so eine Hi-Res-Grafik, die erst dazugekommen ist. Sowas gab es in der früheren Version nicht. Was kann ich denn mit dem Tricorder machen hier? Fenrich? Ja? Seven, ich muss Sie wirklich einmal loben für die taktische Analyse der Situation vorhin. Es ist eher selten, dass ich mit anderen Besatzungsmitgliedern bei so etwas einer Meinung bin. Danke. Die Vorbereitung wird etwas dauern. Nutzen Sie die Gelegenheit und erholen Sie sich etwas. Was? Captain Janeway hat mich angewiesen, einen gewissen Teil meiner Zeit als Freizeit zu nutzen. Das ist zwar ineffizient, aber ich kann den Sinn dahinter erkennen. Für einen Menschen. Wie Sie meinen. Ach, die Eckige.
So, was war's? Besuche. Ach, bitte nicht. Und tschüss. Das Holodeck, sehen Sie sich die holographische Astrometrieanzeige an, erlangen Sie Codes für den Sicherheitszutritt. Also was denn hier alles los ist? Wo ist denn das Holodeck jetzt? Da ist es nicht. Holo, Holo, Holo weg und Holodeck. Holodeck und Holo weg. Das ist das hier. Ist auch nicht da. La la la. Das sind Figuren. Ja, das sind Leute, die sich bewegen. Zu. Sicherheitszutritt erforderlich. Ich komme hier nirgendwo rein. Das Quartier von Fenrich Alexandria Monroe. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich muss hier. Ah, das ist es, glaube ich, ne? Jawohl. Wählen Sie ein Deck. Ach. Astrometrie. Ah. Da sind wir jetzt gerade. Casino. So, ich möchte mal in Deck die Astrometrie. Das ist ja schön. Das heißt, hier ist dann das komplette. Ne, also. Die komplette Voyager, die Decks. So, Deckkarte. Ach, guck mal, da oben kommt es, wenn ich das drücke. Aha, 10 Kilo Gewicht. Okay, hier haben wir die Horde fertig gemacht. Da sind wir hergekommen. Da geht's nicht, da geht's nicht. Ah, guck mal hier, Spielautomat. Ja, oh, Entschuldigung. Wenn Sie wünschen, können Sie von dieser Konsole die Astrometrie und die Xenobiologie-Aufzeichnungen einsehen. Was ist das? Ein von 9 Figuren. Ah, okay, das gibt sogar noch Sammelobjekte. Ist ja Hammer. Der Avatar ist größtenteils ein Mysterium. Doch erscheint der erste Versuch eines Vorsort zu sein, den ultimativen Krieger zu erschaffen. Er kann jedoch auch eine Hilfseinheit der Reaver sein. Diese Kreaturen greifen mit einem psionischen Strahl an, der physische Schäden durch Reizüberflutung des Gehirns bewirkt. Vulkanier, Betazoiden und andere telepathische Rassen sind hierfür besonders anfällig. Okay. Diese hinterhältigen Kreaturen wurden von Dr. Chaotica geschaffen und stammen aus der Schwarz-Weiß-Serie Die Abenteuer von Captain Proton. Der Biokoloss aus Chaotikas Labor der dunklen Wissenschaft ist eine große Bedrohung für Captain Proton, seinen besten Freund Buster und Constance Goodhart, seine wunderschöne Sekretärin. Das ist doch bestimmt aus der Holodeck-Simulation, oder? Die wir nicht mitgemacht haben. Die Borg sind eine Rasse kybernetisch optimierter Wesen, die totale physische und technologische Perfektion durch die Assimilation anderer Rassen und Kulturen anstreben. Die Borg kommunizieren über ein Subraumnetzwerk namens das Kollektiv miteinander. Die intelligenten und gnadenlosen Borg werden von vielen als schlimmster Feind der Föderation angesehen. Okay. Der erste Kontakt mit dieser Rasse wurde fast zum Desaster, als ein Hazard-Team aus Unachtsamkeit diese fremden Wesen in den Stasis-Kapseln aufweckte. Die Ätherianer dachten, sie würden von Scavengern angegriffen und verteidigten sich. Als eigentlich telepathische Rasse gelang es den Ätherianern doch, mit dem Hazard-Team zu kommunizieren und den Feindseligkeiten ein Ende zu setzen. Da haben wir ein Glück. Die Harvester scheinen zur Gattung der Schalentiere zu gehören und wurden von den Vorsort nahezu perfekt geschaffen. Ihre Hauptfunktion ist das Stürmen eines Raumschiffs und die Bergung aller Wertgegenstände und Ausrüstungen. Gleichzeitig werden sie einige Besatzungsmitglieder entfernen und ihre DNA der Reaver hinzufügen. Da sie nicht besonders stark sind, greifen Harvester in Rudeln an und überwältigen ihre Opfer zahlenmäßig. Diese Rasse des Delta-Quadranten lebt in Rudeln, die von ihrem jeweiligen Alpha angeführt werden. Die Hirogen sind stets auf Beutefang, wobei das Ansehen innerhalb des Rudels durch das Erlegen würdiger Gegner gesteigert wird. Die Hirogen studieren ihre Beute vor dem Angriff genau und wollen so verhindern, vom Jäger zum Gejagten zu werden. Hat ja nicht geklappt bei der und dem einen, ne? Dieser fliegende Sicherheitsroboter wurde auf dem Dreadnought-Kampfschiff entdeckt. Er attackiert sowohl mit Lasern als auch mit Raketen. Der Jagdroboter verfügt zwar nur über eine rudimentäre Intelligenz,
Doch bereits diese macht ihn zu einem komplizierten Sicherheitsmechanismus. Die Imperialen stammen aus einem Kontinuum, das zu unserem eigenen auf einer anderen dimensionalen Ebene koexistiert. Ach so. In diesem Spiegeluniversum existiert nahezu alles aus unserer Welt, jedoch mit umgekehrten Vorzeichen. Die Föderation zum Beispiel heißt dort Terranisches Imperium und herrscht über die anderen Mitgliedsplaneten mit äußerster Brutalität. Weibliche Imperiale sind in der Regel viel listiger und verbissener im Kampf als ihre männlichen Konterfeis. Mhm. Die Besatzung der USS Enterprise entdeckte das Spiegeluniversum nach einem Transporterunfall während eines Ionensturms. Diverse Begegnungen mit der Besatzung der Deep Space Nine ereigneten sich in der Folge. Das letzte Treffen mit diesem grausamen Universum fand statt, als die USS Voyager im Dämpfungsfeld der Forge gefangen war. Männliche Imperiale sind gewalttätig und krankhaft misstrauisch. Ach, das kann man so nicht sagen. Während die weiblichen Klingonen zwar keine Berechtigung haben, einen Platz im Hohen Rat einzunehmen, können sie beim Militär dennoch zu Führungspositionen aufsteigen. Da sie ähnlich stark und stolz wie ihre männlichen Artgenossen sind, darf man sie auf keinen Fall als leichte Gegner ansehen. Nee, vor allem nicht mit diesen spitzen Schuhen. Die Rasse der Klingonen, die die Ehre über alle anderen Dinge stellt, war einst eine Bedrohung für die Föderation. Sie hat sich im Laufe der Jahre jedoch zu einem wichtigen Verbündeten entwickelt. Es gibt große Lücken im Wissen über die klingonische Physiologie, was zum Teil darauf beruht, dass verwundete Krieger zum Sterben zurückgelassen werden. Man weiß heute, dass Klingonen multiple Funktionalitäten der wichtigsten Körperfunktionen haben, was sie extrem unanfällig für physische Schäden macht. Okay. Die Malonen sind eine Rasse des Delta-Quadranten, die riesige Mengen giftigen Antimaterieabfalls produziert. Täglich verunreinigen sie die dicht besiedelte Region des Weltraums namens Void mit 6 Millionen Tonnen giftiger Antimaterie. Die Voyager setzte dem ein Ende, indem sie den Zugriff der Malonen auf die Void abriegelte. Na siehste, gut so. Diese Kreatur ist die Schöpfung aus einer DNA-Verbindung, die von den Tausenden von Opfern der Forge genommen wurde. Als ultimative Krieger der Vorsot sind diese Wesen schnell, stark und listig. Sie greifen sowohl aus der Distanz mit einem explosiven Plasmaball als auch im Nahkampf mit ihren Tritanium-verstärkten Klauen an. Das ist also die absolute Schöpfung, ja? Der Aufklärungsroboter, der war cool. Ist ein automatischer Wachroboter, der auf der Dreadnought entdeckt wurde. Er bezieht seine Intelligenz von dem kleineren und deutlich komplexeren Kopfroboter und versucht, seine Feinde durch seinen kraftvollen Laser auszuschalten. Na, hat er nicht geschafft. 8472 ist die Bezeichnung der Borg für eine Lebensform, die sie im Jahre 2373 assimilieren wollten. Die Spezies 8472 erwies sich als resistent gegen Borg-Angriffe in ihrem Lebensbereich, dem Flüssigraum. Spezies 8472 initiierte einen Gegenangriff auf den Vorstoß der Borg, der anscheinend unsere gesamte Galaxie hätte vernichten können. Ein vorläufiges Friedensabkommen konnte durch die Anstrengungen der Voyager erreicht werden. Der Kriegsroboter ist eine große automatisierte Drohne, die von den Erbauern der Dreadnought geschaffen wurde. Mit seiner völligen Automatik sowie seiner adaptiven künstlichen Intelligenz wurde dieser Roboter ausschließlich für die Konfrontation konstruiert. Er kann mit seinen Klauen Aluminium durchbrechen und mit seinen Waffen sogar Löcher in massives Titan sprengen. Okay. Der Planet Banea ach, ja, ja. Im Krieg mit einer benachbarten Kultur, die Numiri. Okay, das müssen wir jetzt aber hier nicht ausführen. Entschuldigung. Ist das genial. Ich glaube, hier werde ich noch ein bisschen Zeit verbringen, nach und nach und nach. Und falls ihr an eine Fassung von diesem wundervollen Spiel kommt, nehmt das mit. Nehmt das wirklich mit. Glaub's mir, es ist es wert. Und schon allein aus nostalgischen Gründen ist es es wert, dieses Spiel seinen eigenen zu dürfen. Ja, ich mache an der Stelle einfach mal Schluss. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Wie gesagt, es wird die Tage irgendwann Star Trek Elite Force 2 geben. Ich glaube, das hat nicht mehr so viel mit Voyager zu tun. Aber die Elite Force geht eben halt weiter. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht auch wieder dabei seid. Und bis dahin, euer Firefox.